Jo, servus, herzlich willkommen hier bei Mortal Shell und dem Soulsliger. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den ersten Teil des Sitzes der Unendlichkeit angeschaut. Und nun geht es in den zweiten Teil. Wir werden ein paar richtig coole Items finden, die auch unglaublich fies versteckt sind. Und die man am Ende übersehen kann, ja. Also wenn ihr das Spiel auf 100% spielen wollt, müssen wir die auf jeden Fall mitnehmen. Ich zeige euch aber, wo wir die finden. Und wir starten natürlich hier von Schwester Genessa und begeben uns dann hier ums Eckchen und erwarten natürlich auch diese zwei Typen, ne? Wo der eine jetzt schon gerade platt ist. Und hier kommt dann dieser und ich habe mich mal wieder verdrückt. Ja, so ein bisschen blöd gemacht mit der Steuerung. Aber was soll's. Ja, es gibt Schlimmeres. So, wir machen den platt. Und dann holen wir hier dieses Item. Ein Manuskript des Trotzes. Brauchen wir auch, ne? Wir müssen ja die Vertrautheit am Ende bei allen Objekten auf maximalen Wert bekommen. Also für die, die das Spiel auf 100% spielen wollen. So, und dann laufen wir erstmal hier gerade nach hinten. Also von Geschwister Genessa aus. Einfach an allen vorbei. Und hier hinten irgendwo muss noch eine Inschrift sein. Ich glaube, die war ganz, ganz hinten. Ja, genau, da ist sie. Hier sehen die Inschriften nämlich so aus, dass das solche Steinplatten sind. Ne? Haben wir ja in der letzten Folge schon mal gesehen. So, jetzt gehen wir zurück. Da, wo diese zwei Typen standen, zu dieser Treppe. Ich gucke noch mal kurz hier, aber hier war nichts weiter. So, jetzt gehen wir zurück. Und da oben an der Treppe wartet dann auch schon die nächste verpassbare Ätzung. Die holen wir uns natürlich auch, denn alles, was verpassbar ist, wollen wir ja hier mitnehmen. So, einfach hier die Treppe hoch und da, wo das so ein bisschen komisch aussieht, da davor schlagen und dann habt ihr auch diese Ätzung. Nun fehlt uns nur noch eine einzige, ja, und die finden wir auch noch. Und dann haben wir alle Ätzungen richtig, richtig cool. Hier oben noch mal ein bisschen kritischer, ne? Wir haben zwei solche Armbrustmädels, eine so eine rote Lady. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie ihn angelockt kriegen. Bestenfalls natürlich erstmal die rote. Sie hat uns gesehen. Wir gehen hier die Treppe nach unten. Und warten den kurzen Moment, bis er angestampft kommt. Da ist er schon. Und dann kriegt sie mal unser Schwert zu spüren. Und wir kriegen ihren Degen zu spüren. Kleines Mistviech. So, ganz kurz auffallen. Da oben wird es jetzt ein bisschen kritischer. Zwei Armbrustmädels. Und wir sehen ums Eck. Da oben steht noch so eine rote Lady. Nämlich hier rechts. Ja. Aber die können wir hier durch die Wand durchschlagen. Wunderschön. Zauberhaft. Und die Armbrustmädels schießen schon. So, jetzt heißt es verhärten, von beiden die Salve abwarten. Und jetzt müssen wir erstmal eine platt machen. Sie ist die Auserwählte, die soll auch zuerst sterben. Wir können noch nicht wieder verhärten, jetzt schon. Jetzt ist sie aber auch sie fertig mit ihrer Salve. Also machen wir sie platt. Beide tot. Okay. So, hier nochmal ganz kurz schauen, ob hier irgendwas lag. Nein. Da ist nichts und dann begeben wir uns hier einfach die Treppe nach oben. Bestenfalls nochmal auffallen. Denn der Sitz der Unendlichkeit ist wirklich saugefährlich und wir werden hier jede Menge an Heilungsmaterial verbraten. Ne? Also kauft euch ein paar Ratten. Der Hunger wird ihn reintreiben. Das kann ich euch versichern. So, hier ganz gefährlich und ganz gemein, dass hier nochmal so eine Armbrustlady lauert. Der Weg nach oben ist ohnehin schon sehr, sehr blöd gemacht und extrem gefährlich, wenn ihr runterfällt. Ja, dann kann auch schnell Feierabend sein. So, hier die Treppe ist unterbrochen, da geht's nicht weiter. Und wenn ihr euch zu weit nach vorne stellt, dann beschießt euch da oben diese Armbrustlady schon, die ihr so eigentlich gar nicht auf dem Schirm habt. Richtig, richtig blöd gemacht. So, hier geht's auch nur die Treppe nach oben. Und dann geht's hier diesen komischen Stein nach oben. Und wir folgen denen immer weiter. Ansonsten ist hier eigentlich nichts. Hier, ein Armbrust-Lady, gleich wegmachen.
So, und jetzt müssen wir hier in den Bereich rein. Hier schlagen wir nochmal durch die Wand durch, denn da lauert gleich noch so eine rote. Und jetzt kommen wir nochmal in so einen Bereich, der ein bisschen kritischer wird. Hier haben wir erstmal so eine blöde Hexe. Da stellen wir uns bestenfalls hinter die Wand und warten ab, bis sie ein bisschen näher bei uns ist. Denn wenn die so weit entfernt ist und wir rennen hin, dann kriegt die uns mit und ja, kann unseren Angriffen ganz gut gegenwirken. Das macht die Hexe ja ganz gern, ne? Also warten wir ganz kurz, bis es jetzt rumdreht und dann machen wir hinterher. Und läuft so blöd an der Kante. Wir hoffen, dass wir nicht runterfliegen. Wir sind aber runtergeflogen. Das heißt, jetzt müssen wir hier einmal nach unten. Aber da hinten der Doppelklingentyp hat uns nicht mitbekommen, nur er hier. Und der hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Wegfindungsprobleme. Ja. Egal, dann stellen wir uns ein bisschen parallel zu ihm, dass er weiß, er muss hier geradeaus laufen. Und dann kommt er auch. Und wir knallen ihn weg. Zauberhaft. So, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Wir hoffen, dass wir den Doppelkling-Typ anlocken, aber da oben den Hammer-Freak nicht. Hat funktioniert. Er scheint blind und taub zu sein. Ja, dann machen wir ihn zuerst. So, echt schlecht gelaufen gerade. Irgendwie hat der Schlag nach der Verhärtung nicht getroffen. Na. So, nochmal auffallen, denn jetzt müssen wir uns an den Typen hier begeben. Vielleicht können wir ihn ein, zwei mit der Armbrust geben, beziehungsweise mit der Balliste, ne? Und da werden wir mal drauf schießen. Und ich schieß jetzt vor diesen blöden, ja, Kerzenständer oder was das da ist, ne? Ach, ist das nervig, ne? Sind solche blöden Hitboxen hier, Kollisionsanfrage, auch ein bisschen mager. Aber egal. Wir müssen ihn so machen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Bolzen sparen, denn wir werden noch jede Menge brauchen. Vor allem, wenn wir dann den Boss gemacht haben und uns die Glandula geschnappt haben. Da brauchen wir jede Menge solcher Bolzen. Das ist nochmal empfehlenswert. Auch bevor wir den Boss machen, nochmal zum Tower von Fallgrim zurückzureisen und dort auch nochmal Bolzen zu kaufen. So, hier nehmen wir verdorbener Nektar mit. Zeige ich euch nachher einen ganz, ganz coolen Trick, wie wir den nutzen können. So, ach, sau cool, ne? Die war unsichtbar, die olle Hex, und wir haben sie trotzdem erwischt. Absolut perfekt. So, jetzt wird es wieder ein bisschen blöd, ne? Wir haben hier rechts sie hier und da hinten die Armbrustlady. Wir locken natürlich die rote Dame zuerst mal hier raus, knüppeln die weg und verhärten uns hier, dass die Olle eigentlich ihre Salve draufhaut. Aber sie geht lieber in den Nahkampf. Tja, Pech für dich, Mädel. Das ist dein Todesurteil. So. Jetzt gehen wir weiter nach hier unten. Und jetzt kommen wir schon so langsam in einen interessanten Bereich, wo nämlich dann schon ein ziemlich verstecktes Item ist. Aber wir müssen uns erstmal noch die Treppen hochkämpfen und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Shortcut, den holen wir uns erst noch. Und erst dann werden wir uns aus Sicherheitsgründen das Item holen, wenn der Shortcut dann da ist. So, jetzt machen wir erstmal wieder hier die rote, ne? Haben wir ja ein bisschen vorgelockt. Jetzt hier Salve abwarten. Kurz rumgucken, da ist nichts weiter. Und dann ist sie auch tot. So, jetzt Treppe nach oben. Hier war nichts weiter. So, und hier oben, wenn wir jetzt die nächste Treppe hochgehen, genau hier, da lauert die nächste. Wieder verhärten, aber ich glaube, die kommt in Nahkampf jetzt. Schien sich noch ein bisschen unsicher zu sein. So, die Hammer. Und hier immer schön, schön vorsichtig, ne? Auch aufpassen, wenn ihr die Gegner markiert und die fallen dann irgendwie runter, dass es euch nicht mit hinterherzieht. Jeder Dark Souls-Spieler kennt dieses Problem, ne? Das ist hier ganz ähnlich. So, jetzt wird's wieder blöd. Also hier ist eigentlich alles ein bisschen blöd, ne?
So, da haben wir zwei Armbrust-Ladies wieder abwarten, bis sie ihre Salven haben. Aber jetzt haben die das so getimed, ja, dass wenn die eine fertig ist, die andere erst anfängt. Ziemlich gemein. So, hier in dem Bereich müssten wir uns dann eigentlich zum ersten versteckten Item begeben. Aber ich denke, es ist wohl besser, wir gucken erstmal, was das ist. Heilungspilz, sehr, sehr schön. Und wir holen sie erstmal den Shortcut. Ist wahrscheinlich das Beste. Ja, machen wir auch so. Also, dafür gehen wir hier einfach nach oben. Ob ihr dann rechts oder links hochgeht, ist am Ende ziemlich egal. Hier könnt ihr euch so ein bisschen an der Wand entlang drücken und könnt euch dann runterfallen lassen. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil es eben wirklich gefährlich ist, ne? So, jetzt wieder richtig blöde Stelle. Zwei Armbrustmädels und zwei solche roten. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwie die einzelnen ausgedünnt bekommen. Und hier gibt es einen kleinen Trick, wenn ihr euch dann hier so ein bisschen blöd an die Wand stellt, dann steht ihr da oben, ne? Und mit einem schweren Schlag, mit der Märtyrklinge, könnt ihr die dort erwischen. Ganz witzig. Dann habt ihr sie schon mal weg. Und da ist sie tot. So, jetzt ist die da drüben, die rote, hat uns nicht mitbekommen. Die Armbrust-Lady da drüben hat es auch nicht mitbekommen. Das heißt, wir nehmen uns sie jetzt vor. Wenn sie will. Irgendwie will sie nicht. Also, nochmal eine Salve abwarten. Hinrennen, wegbashen. Sehr, sehr nice. Hat funktioniert. Und einen großen Bolzen hat sie fallen lassen. Sogar noch sehr viel besser. So, jetzt machen wir sie. Die Rote hat uns noch immer nicht mitbekommen. Okay, sie will nicht. Dann stirbt sie halt so. So, jetzt holen wir uns unseren ersten Shortcut. Da gehen wir wieder hier rum, ne? Und gehen in dieses Portal rein. Und hier sind wir bei diesem ziemlich großen Aufzug. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn euch gezeigt habe. Aber ich zeige ihn euch gleich. So, wir stellen uns hier auf dieses goldene Teil, was eigentlich ziemlich cool aussieht, ne? Schwarz und Gold gemischt. Ist eh immer eine ganz nette Mischung. Also, dem Papa gefällt das. So, jetzt sind wir wieder bei Schwester Genessa, wo wir vorhin gestartet haben. Wenn wir jetzt den Weg nach vorne gehen, sind wir einfach direkt wieder bei Schwester Genessa. Ganz, ganz wichtiger Shortcut, den wir brauchen, den wir jetzt brauchen. Und vor allem, wenn wir dann die Glandula haben für den Rückweg. So, wir machen auch direkt hier weiter. Oder nehmen wir wollten ja noch das Item holen. Also zurück ins Portal. Und da wir ja nicht bei Schwester Genessa waren, sind die Gegner hier auch weg. Ganz, ganz wichtig. So, wir gehen hier die Treppe wieder nach unten und holen uns schon mal ein ziemlich gemein verstecktes Item. So, kurz schauen, wo das war. Genau, da hinten. Auf diesen Felsen, der da so ein bisschen hinausragt, da laufen wir bis ganz nach vorn, an die Spitze. Und wir sehen da unten schon so ein verstecktes Portal. Da müssen wir uns jetzt hier auf diesen Zwischenstein fallen lassen. Bestenfalls mit diesem Move, wo ihr dann keinen Fallschaden bekommt. Und dann lassen wir uns hier Richtung Portal fallen und nehmen das mit. Und kommen dann hier oben, ganz oben, auf so eine ziemlich große Fläche, wo tatsächlich nur ein so eine kleine Truhe steht. Ja, hier hätte man noch irgendwas anderes hin tun können. Haben sie aber nicht. Ja, und hier bekommen wir jetzt das zweite Baguette im Spiel. Und im Normalfall, solange wir nicht Salomon sind, brauchen wir zwei, um es auf maximale Stufe zu bringen. Ja, jetzt wieder zurück halt durchs Portal, ne? Und jetzt haben wir eigentlich gar keine andere Wahl. Wir müssen uns jetzt hier runterfallen lassen oder machen eben Schnellreise. Und wir lassen uns hier nach unten fallen. Bestenfalls wieder mit diesem Move. Und wer jetzt den Move nicht hat, der sollte definitiv Schnellreise machen. Denn wir müssen uns hier komplett nach unten fallen lassen, machen das Ding, kriegen keinen Fallschaden. Richtig, richtig cool.
und lassen uns wieder das Stückchen runterfallen und sind jetzt hier unten, wo Schwester Genessa war, wo die Treppen dann nach oben gehen. Und dann werden wir auch zu Schwester Genessa gehen, denn wir machen dann da beim Shortcut weiter. Ich zeige euch dann alles noch. So, ich gehe jetzt zu Schwester Genessa, werde, ich glaube, ich reise jetzt nochmal zurück in den Tower of Fulgrim, denn wir müssen noch was ganz Wichtiges machen, nämlich die Namen von unseren Höhlen freiholen, ne? Also freimachen, ne? Dass wir wissen, wer wer ist, hat einen ganz wichtigen Hintergrund, nämlich gibt es hier eine ganz, ganz versteckte Quest. Und die ist tatsächlich nur mit den Eretrieben zu machen. Also mit diesem König hier. Und da muss ich da oben dann, wenn wir bei dieser Quest sind, muss ich dann die Hülle schnell tauschen können. Und da ist es natürlich blöd, wenn ich nicht weiß, welche ich hier gerade ausgewählt habe. Ne? Deswegen werden wir jetzt hier die ganzen Namen erkunden. All were desperate to hear, myself not least, for I'd seen my share of tragedy. I scratched my name in their book, swearing myself to the deathless doctrine. My armor clattered on the ice as I knelt before them and asked myself if I would ever be worthy. So, und jetzt holen wir uns noch hier diesen Meuchelmörder-Typen. Das ist der gute Thiel. Und werden wir jetzt kennenlernen. They foretold the truth more terrifying than any other. Those who glimpse it behold no monster other than an utter lack of meaning. The visage of a razor-thin line between existence and non-existence, and nothing in between. Ja, jetzt haben wir sie. Ich bin direkt wieder zurückgereist zu Schwester Genessa in den Sitz der Unendlichkeit. Und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz hier in mein Inventar, ob ich jetzt dieses Teil da habe, ne, dass wir dann die Hüllen wechseln können, ne, dieses Abbild. Und ich brauche Eretrim. Wo haben wir ihn? Also da habe ich Unbekanntes. Ach, das ist Haros. Das ist unsere erste Hülle, die wir ganz am Anfang bekommen haben. Das ist Haros. Ne? Nur, dass ihr schon mal wisst. Habe ich jetzt ganz vergessen. So, ich habe Eretrim, ich habe Salomon. Also ich kann dann da oben wieder hin und her wechseln. Optimal. Jetzt holen wir uns den Fahrstuhl wieder. Da gehen wir in das Feuer, drücken A und dann kommt das Ding richtig cool wieder hier runter. Allgemein finde ich ja halt auch die Vertonung hier im Spiel richtig cool. Die Stimmenvergabe ist richtig, richtig gierig. Vor allem von unseren Donald Duck-Typen, ne, dem wir immer die Glandulas bringen müssen. Der hört sich ja so geil an, ja. Wir werden ihn nachher nochmal hören oder später dann. Richtig, richtig geil. So. Da in diesem Portal, da sind wir hergekommen. Brauchen wir jetzt nicht mehr rein. Denn wir waren quasi schon hier oben. Ich zeige euch gleich, wo wir dann rausgekommen wären. Ne? So, jetzt machen wir hier die Hex kalt. Und begeben uns an den oberen Bereich hier. Und den machen wir von links nach rechts quasi. Oder von rechts nach links. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, wir gehen hier nach vorne. Hier ist nichts weiter. Da ist jetzt so ein Typ, der beschützt eine Truhe und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht zu weit darüber begeben. Nicht, dass uns dieser Doppelkling-Heinz noch mitbekommt. Deswegen locken wir ihn hier ein bisschen hier rüber. Nochmal gucken, nicht, dass der Typ da ist. Und dann machen wir ihn kalt. Ne? Der hat irgendwie gerade ein bisschen Probleme, will nicht rankommen. Ah, der trifft mich nicht. Jetzt aber. Ja, zauberhaft. Und ich schlafe natürlich den einen Schlag daneben. Wir holen uns die Truhe und dann geht's in einen richtig blöden Bereich,
Aber das habe ich ja schon oft gesagt, jetzt hier in diesen Teilen, ne? So, wir gehen nach oben, gucken, dass wir hier diesen Doppelklingen-Typen angelockt bekriechen. Bestenfalls nicht hier auf dieser, ja, Terrasse, Brücke, was auch immer das sein soll, hier bekämpfen. Lieber hierhin, wo wir wirklich ein bisschen mehr Platz haben. Und immer aufpassen, dass wir nicht mit runterfallen. Der gute Typ hier hat irgendwie auch wieder Wegfindungsprobleme. Und er knallt uns nochmal seinen Scheißschwert da rein. Kleiner Mistbock. Dafür bist du aber jetzt gleich hier gestorben. So. Jetzt haben wir eben schon mal gesehen. Ich weiß ja nicht, warum hier die Gegner jedes Mal weg sind und dann spawnen sie auf einmal wieder. Ist bei mir ein bisschen komisch. Ihr seht gerade, ne, der große Typ ist gerade wieder gespawnt. Den ich einfach bekämpfen. Hier in diesen Nischen, da stehen nochmal Gegner drinnen, ne? Hier haben wir in dem Fall so eine Armbrust-Lady und in der nächsten Nische ist eine rote Lady. Da dann, wenn ihr jetzt gegen ihn kämpft, auf jeden Fall aufpassen, dass wir da nicht zu weit nach vorne kommen. So, und jetzt machen wir ihn hier auch schon mal galt. Übliche Technik, ne? Bisschen geduldig sein. Viel mit Verhärtung ausharren. Und nicht zu gierig werden. Weil ansonsten, wenn die einmal draufdreschen, dann kann es echt wehtun. So, und dann ist auch er Geschichte. So, und jetzt sehen wir, in der hinteren Nische ist eine rote Lady, genau. Machen wir auch galt. So, und hier, jetzt auf der linken Seite, da wären wir quasi fein rausgekommen. Da ging das dann Richtung Shortcut alles und wir wären quasi hier oben rausgekommen. Deswegen haben wir jetzt vom Shortcut aus weitergemacht. Wie gesagt, hier ist dann das, wo die zwei Roten stehen und die zwei Armbrustmädels. Die wollen wir jetzt aber umgehen. Deswegen gehen wir hier in diese kleine Mulde rein oder was das hier ist, ja. Und gucken, dass wir hier ihn hier schnellstmöglich kalt machen. Nicht, dass uns da drüben der noch mit angeht. Aber er hat uns gar nicht mitbekommen. Tja, aber er ist scheinbar blind und taub. Aber jetzt hat er uns mitbekommen. Wir nehmen trotzdem hier das Manuskript der Euphorie. Und dann das Übliche, ne? Die zwei Typen hier, die sind ja wirklich keine Gefahr mehr mittlerweile. So, nach da unten geht's dann weiter. Wir gehen erstmal hier einfach gerade rüber. Und hier drüben sehen wir schon so ein bisschen unseren NPC, den wir dann gleich ansprechen werden, wenn wir hier den Bereich ein bisschen bereinigt haben. Nicht, dass uns hier der Hammertyp irgendwie in den Rücken fällt. Wäre ziemlich uncool. Also werden wir auch den jetzt erstmal ein wenig bearbeiten. So, komm ran. Und ihr merkt ja, was die für eine Wucht mit sich bringen, ja. Das fehlt einem auch leider bei vielen Souls-like-Spielen, ja, dass du diese Wucht der Gegner merkst. Ja, das hatte weitestgehend nur From Software mitbekommen, also mit hinbekommen, dass die sowas gestalten können. Aber auch hier ist das richtig, richtig cool gemacht. Ne, dass du so spürst, ne, diese Wucht der Gegner. Fehlt mir einfach in vielen, vielen From Software-Spielen. Auch, dass du gar nicht mitbekommst, dass du irgendwie getroffen wurdest oder so, ne? Ist ein bisschen blöd, ne? Vor allem, ich glaube, in Code Vein war das. Da stehst du da und denkst, hä, ich wurde doch gar nicht getroffen und hab trotzdem kein Leben mehr, ja? War mir ein bisschen blöd. So, jetzt gehen wir hier zu ihm. Jetzt habe ich mal gleich ein bisschen geschnitten, ne? Weil ich noch mein Inventar geschaut habe. Und jetzt quatschen wir ihn mal an. I'm graced by the presence of a scholar. Welcome, brother. If you're here to talk me off this ledge, save your breath, for my ears no longer know wisdom from malice. I'm afflicted with a ravenous obsession, not unlike your thirst for knowledge. But I keep finding that the truth is, it matters little what I decide. Come to witness a coward contemplating his end. It's a pathetic sight, isn't it? I nearly went with my brothers once. The sun has been dark in my eyes ever since. In the moments before death, I felt sure
I wanted to live. But now, here I sit on the precipice, undecided. Leave me to my thoughts, will you? Ja, also er sagt jetzt immer das Gleiche. Also das ist scheinbar so ein Typ. Ne? Übrigens der Bruder von den Typen, wo wir... Ich mach mal hier ganz kurz Pause. Ne? Ich kommentiere ja eh nach. Das ist übrigens der Typ von... Also der Bruder von den Typen, wo wir die Welt verändern können. Ne? Dass wir da quasi in diese dunkle Welt kommen, wo wir... Wo es nachgestellt ist, als hätten wir eine Glandula. So, und jetzt... Ganz wichtig, wir wechseln auf Eredrim, denn diese Quest funktioniert tatsächlich nur mit ihnen, denn diese zwei scheinen irgendwie eine Vergangenheit zu haben. Und jetzt gehen wir mit Eredrim zu ihm und sprechen ihn nochmal an. It's you. Go ahead then. Finish the job. Do me the same favor you did my brothers. Help a cowardly man find peace. So, jetzt können wir entscheiden, ob wir ihn töten oder ihm nicht. Und wir entscheiden uns freilich dafür und bekommen seinen Einblick. Absolut einmaliges Material hier im Spiel. Auch verpassbar. Also ganz, ganz wichtig. Ne? Richtig, richtig cool. Muss man erstmal drauf kommen. So, jetzt wechseln wir zu Salomon. Und wir sehen, wir haben kein Leben. Ne? Ich glaube, ich habe das hier gar nicht so richtig mitgeschnitten. Bin erstmal hier fett in die Kämpfe gegangen. Ja, ich laufe hier halt gemütlich weiter. Ne? Total risikobereit. So, jetzt sind noch diese zwei Gegner. Hier heißt es auch wieder, einzeln anlocken. Ne? Ein bisschen rangehen. Warten, bis der anspringt. Und dann ziehen wir ihn zurück. Und dann übliche Weise, wie wir ihn bekämpfen. Und jetzt der zweite. So, aber auch die sind keine Probleme mehr. Wenn wir da einmal ein bisschen Dreh raus haben mit diesen Jungs, gar kein Problem. Jetzt gehen wir hier weiter. Und nach rechts. Geht's nicht weiter. Und nach links geht es aber weiter. Und hier finden wir nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Wir gehen hier nach unten. Und gehen auch hier weiter. Und hier ist nochmal ein Portal. Brauchen wir nicht rein. Wir brauchen hier keine Portale weiter. Und hier finden wir die letzte Ätzung. Und damit habe auch ich diesen Erfolg freigeschalten. 100G. Richtig, richtig gierig. Spornt euch vielleicht auch an, dem Ganzen auch mal nachzugehen. Ne? Denn das Spiel an sich hat schon richtig, richtig coole Achievements. Und so als Achievement Hunter lohnt sich das Spiel definitiv auch. Ne? Mal so nebenbei erwähnt. So, jetzt glaube ich, gleich merke ich erstmal, dass ich hier vollkommen ohne Leben rumlaufe. Und da zeige ich euch nämlich jetzt mal einen richtig coolen Trick, wie wir unser Leben auffüllen. Ne? Ist auch absolut notwendig für den letzten Bereich hier. Ich fresse nochmal ein Bild. Ja, schön doof. Aber jetzt nehmen wir nämlich den verdorbenen Nektar. Und wo ist er? Wo ist er? Da. 9, 8, 11 Stück haben wir. Und der schleudert uns nämlich hier aus unserer Shell raus. Und wir wissen ja, wenn wir wieder zurück in die Shell gehen, haben wir wieder volles Leben. Ne? Und so können wir dann zwischendurch mal unser Leben komplett auffüllen. Richtig, richtig cool. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt geht's nach hier unten weiter. Ich empfehle euch aber, weil wir sehen schon rechts, steht so eine blöde Armbrustlady. Und wir wissen ja, bestenfalls immer zuerst die Fernkämpfer wegmachen. Deswegen gehen wir hier rechts rum und schauen dann, dass wir da unten die irgendwie wieder einzeln angelockt kriegen. Hier das Übliche, ne? Verhärten, selber abwarten und dann schnellstmöglich killen, denn die eine rote Lady hat uns schon mitbekommen. Ich glaube sogar beide, oder?
Es kommen beide. Und dann machen wir sie kalt. Und dann auch die nächste. So, zauberhaft. Und jetzt heißt es wieder den dicken Hammertypen machen. Ja, die Jungs auf jeden Fall nicht unterschätzen, ja. Die sind so saugefährlich. Da wirklich absolut geduldig sein. Ein, zwei Schläge, wenn ihr hier die Klinge des Märtyrer habt, schlagt ihr ihn ja immer. Und dann, oh, jetzt kriege ich eine drüber, weil ich einfach blöd taktisch vorgegangen bin. Aber egal, ist nochmal gut gegangen und ich darf mein Leben gleich wieder auffüllen, ne? Ihr seht schon, was wir hier vom Verbrauch haben. Hier auf jeden Fall genügend Ratten und Pilze mitnehmen. So, jetzt müssen wir hier wieder einzeln anlocken, wenn es funktioniert. Nee, da schießt man den einen mit der Balliste weg. Richtig, richtig cool dieses Teil. Ja, was das die Balliste auch für eine Wucht hat, ne? Die Gegner, die zerfledert es ja teilweise richtig. Richtig cool. Jetzt machen wir ihn und er ist tot. So, hier, wenn es jetzt hier weitergeht, am besten ganz kurz hier nach oben, dass wir hier einen anlocken von diesen Mädels. Denn da hinten stehen dann gleich vierer von denen. Und mit allen vieren gleichzeitig ist wahrscheinlich dann auch schon der Tod. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir es irgendwie geschickt machen. Ach, die eine hat uns auch schon mitbekommen. Kommt jetzt auch schon. Also absolut perfekt. Die eine kommt jetzt auch schon. Jetzt habe ich ein bisschen Ausdauerprobleme. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, wie wir es machen. Aber wir haben ja so viel Reichweite, ne? Und so ein Rundumschlag knüppelt die Mädels halt weg. Richtig cool. So, hinten habe ich ein Item liegen lassen. Das holen wir jetzt. Immer gefährlich hier an solchen Kanten. Himmlischer Diapson. Ganz, ganz wichtig, falls wir mal aus der Hülle geschlagen werden. Können wir uns dann die zweite Chance erneut holen? So, das war's dann hier. Nur noch sie hier. Und dann haben wir es fast geschafft. Wir sind fast bei der letzten Schwester Genessa hier im Spiel. Aber da warten noch ein, zwei Herausforderungen. Und natürlich ein Item, das wir uns dann noch holen werden, was richtig, richtig krass versteckt ist. Meiner Meinung nach das wohl bestversteckteste Item, was ich jemals gesehen habe. Also ich kenne schon viele echt fiese Geheimnisse, vor allem hier so in Dark Souls mit diesen, war das Dark Souls 2? Mit dieser unsichtbaren Leiter und so, ja. Aber, ach, sie haben runtergeschleudert. Optimal. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorgehen, schauen, ne, wie wir vorgehen, dass wir hier alle wieder einzeln anlocken. Ja, in Dark Souls 2 gab es diese unsichtbare Leiter. Ich glaube, Dark Souls 2 war es oder 1. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und das war schon sehr, sehr fies gemacht, ne? Aber das hier ist wirklich richtig krass. Also ich weiß nicht, welcher der Entwickler-Jungs auf so eine Idee kam. Auf jeden Fall ganz gemein. Könnt ihr dann, wenn wir dann soweit sind, könnt ihr ja echt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Item haltet. Ja, ob das vielleicht ein bisschen zu übertrieben versteckt ist. So, jetzt müssen wir mal schauen, ne, wie wir am besten vorgehen. Wir haben beide gezogen irgendwie. Und wir haben schon jede Menge Bolzen wieder verballert. Und noch einen verballert. Aber ich glaube, der Typ ist tot. Genau. Wir haben jetzt seine EPs bekommen. Und der ist einfach irgendwie nur noch verbuggt und steht da. Aber ledert noch zu, ne? Und ich habe mich natürlich mal wieder verdrückt. Und jetzt ist er weg. Ja. Also schön meine Entschlossenheit verbraten. Bisschen ärgerlich. So, wir holen dieses eine Item noch. Ein Tarbeutel. Auch richtig cool. Werden wir auch noch brauchen. Und wir begeben uns jetzt erstmal nach hier oben. Ne? Hier unten rum geht es dann nachher zu diesem geheimen Item,
Es ist eine Mango. Aber wir gehen erstmal so kurz vorm Ende, ne? Holen wir uns natürlich erstmal den Checkpoint bei Schwester Genessa. Denn es wird hier wirklich noch ziemlich brenzlig, gefährlich. Man kann überall runterfallen. Und wir haben natürlich noch mit einigen Gegnern zu tun. So, hier haben wir gleich wieder zwei von diesen Armbrustmädels. Gucken, dass wir die irgendwie... Hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, rechts stand noch so eine rote Lady, dass die uns nicht irgendwie in den Rücken fällt. Ne? Genau, aber die Lunge da hinten rum. Wunderschön. Guckt sich da die Wand an, ne? Oh, cool, schwarze Wand. Gefällt mir eigentlich jetzt nicht so schlecht, ne? So, hier gehen wir rechts lang. Denn wir wollen zuerst den Fernkämpfer wegmachen. Und wenn wir hier links lang gehen würden, würden wir zu einer roten Lady kommen. Und rechts kommen wir dann direkt erstmal hier zu dieser Armbrust-Lady. So, und sie können jetzt den Rücken fallen, hat uns gar nicht mitbekommen, obwohl wir hinten ihre Kollegin abgeschlachtet haben. So, hier links geht's weiter. Ziemlich gemein, ja, also diese Gegend hier, ja, immer irgendwie zu erkennen, wo müssen wir hier eigentlich lang. Man kann sich schnell verlaufen und stürzt dann doch in den Tod. Deswegen hier immer ganz, ganz vorsichtig. Absolut wichtig. So, wir haben es aber gleich. Da unten sehen wir schon nochmal so einen dicken Typen. Aber den lassen wir in diesem Fall jetzt mal liegen. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr, ja, gegen, oder ich habe da in diesem Fall keine Lust mehr gehabt, gegen ihn zu kämpfen. Wir werden noch früh genug gegen ihn kämpfen. Aber das ist der letzte Gegner vor Schwester Genessa. Und wäre ärgerlich, wenn wir jetzt hier irgendwie sterben oder runterfallen. Es war ja dann doch ein recht weiter Weg. Und wir gehen hier durchs große Archiv. Hier hindurch. Hier warten noch jede Menge Inschriften dann, ne, die wir ja auch alle brauchen für 100%. Und hier ist unsere letzte etwas groß gewordene Schwester Genessa. Die letzte Schwester Genessa hier im Spiel. Ich hole mir den Checkpoint, dass wir sie haben. Können wir dann notfalls auch Schnellreise hinmachen. Und dann gehen wir zurück und holen uns dieses Item, diese blöde Mango, ja, was ich schon erwähnt habe, die so krass versteckt ist. So, ich trinke natürlich keinen Tar oder von diesen Fläschchen hier, ne, was er uns anbietet. Denn dann sind die Gegner auch nicht zurückgesetzt, aber wir haben sie ja trotzdem. Ne? Achso, nee, ich kann ja eh nur noch mit ihr handeln. Genau, so rum war's. Also ich handle nicht mit ihr und die Gegner werden nicht zurückgesetzt. Und wir laufen hier wieder zurück. Durchs große Archiv hindurch. Da werden wir uns dann auch noch ein ganz, ganz wichtiges Item holen. Ja, das machen wir auch jetzt. Wir holen uns jetzt dieses ganz wichtige Item. Vor allem für die Spieler, die mit Hammer und Meißel spielen. Ne? Hier ist eine Inschrift. Denn ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, so, ey, für Hammer und Meißel muss es doch irgendwann mal diese blöde zweite Fertigkeit geben. Und die gibt es hier oben. Ne? Wir gehen durch dieses Portal durch, kommen auf diese kleine Plattform. Und hier finden wir das letzte Räuchergefäß. Nun haben wir auch für unseren Hammer und Meißel beide Fähigkeiten. Also ganz wichtig, nicht übersehen. So, jetzt gehen wir aber zurück. Die Inschriften können wir uns nachher alle holen. Ja, die eine Inschrift habe ich jetzt halt mal mitgenommen. Und jetzt bekämpfen wir den Dicken hier. Natürlich auch ein ganz schön gefährlicher Bereich hier, wenn wir jetzt hier einmal blöd ausweichen. Fliegen wir runter. Wäre ein bisschen ärgerlich. Aber schön vorsichtig, dann klappt das schon. Und tot ist er. Sehr, sehr schön, hat perfekt funktioniert. Wir bekommen einen Einblick. Braucht man eigentlich alle schon gar nicht mehr, ne? Theoretisch. Wir sind fast am Ende.
So, wir laufen einfach wieder komplett zurück. Hier oben war gleich noch ein Item, was wir uns noch holen werden. Da oben sehen wir schon, hier rechts. Jetzt laufen wir dran vorbei. Da müssen wir von der Seite hier uns so ein bisschen parallel zu diesen Balken hier stellen. Und mit einer Ausweichbewegung, nur Ausweichbewegung auf alle Fälle, ne? Keine Rolle dahinterher machen. Ansonsten rollt ihr im Abgrund. Und dann holen wir uns da noch dieses Abbild von Salomon. Und begeben uns weiter hier entlang. Wir gehen hier wieder nach unten. Und nehmen dieses Quaddelkäppchen mit. Und dann geht es auch schon gleich in Richtung dieses super geheime Item. Ich bin echt gespannt, was ihr da dazu so Sachen habt. Ja, also das interessiert mich echt. So, wir sind jetzt hier. Ne, und laufen hier drumherum. Gehen hier nach unten oder in den unteren Bereich. Ne, hier sind wir vorhin hochgegangen, überall. Und da hinten ist auch nochmal ein ganz wichtiges Item. Das holen wir uns, rennen hier nach oben. Und bekommen noch eine Abschrecksäure. Richtig, richtig cool. Werden wir brauchen. Vor allem, wenn man jetzt New Game Plus starten möchte. Da ist es super wichtig, wenn wir gleich noch ein paar Abschrecksäuren übrig haben. So, jetzt begeben wir uns hier in diese Ecke. Lassen wir uns hier leicht runterplumpsen, ganz, ganz vorsichtig. Und wenn wir jetzt hier nach unten schauen, an dieser Kante, da unten ist so ein kleiner Block, ja, und da steht eine Truhe drauf. Und da müssen wir uns jetzt so ein bisschen drauf fallen lassen. Da stellen wir uns hier an die Kante ran und machen so eine Ausweichbewegung und machen gleich unsere Attacke hier, ne, dass wir keinen Schaden bekommen. Und dann stehen wir hier an dieser Truhe und bekommen einen super, super seltenen Gegenstand hier im Spiel. Die Mango, die gibt es nur ein einziges Mal und die gibt es dort. Ich mache Schnellreise zurück zu Schwester Genessa und werde jetzt hier, da hinten ist übrigens der Boss, ne? Den machen wir in der nächsten Folge. Ich sammle hier jetzt noch die restlichen Inschriften auf. Könnt ihr gerne zuschauen. Ich werde mich schon so langsam verabschieden. Wie gesagt, dort ist der Boss dann. Den machen wir in der nächsten Folge. Er ist auch ziemlich cool, aber ein bisschen nervig. Schauen wir uns dann alles an, wenn es soweit ist. Ich sammle hier die restlichen Inschriften ein und werde mich in diesem Sinne schon mal verabschieden. Tja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, was ihr von diesem Versteck haltet, von dieser Mango. Ja, ist sehr, sehr fies. Ich kenne eigentlich jetzt gerade nichts Vergleichbares, wer so ein Item versteckt. Ne? Tja, in diesem Sinne, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal.